schönen guten Morgen. Ich stehe wieder hier in Weilheim und zeige ich euch mal was hier. Das ist das ominöse Teil hier, diese Batterie hier. Die muss getauscht werden und wenn die getauscht wurde, dann kriegen wir auch das Update. Ja, Neuigkeiten. Ganz klar Neuigkeiten für dieses Auto. Ich habe auch einen Termin, ja, aber es ist was ganz anderes. Der Herbert ist weg. Bot. Ja, der ist nämlich verantwortlich für die ganze Misere hier um diese Software und das alles hier. Und genau, was habe ich denn drauf hier? Ich armer Kerle, wir gehen mal hier runter. Systeminformationen, das ist das, was ich drauf habe. Ich bin schon ganz gut dran, weil sämtliche Updates drauf, beim letzten Mal wieder versagt mit Online-Modus weg und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das Dilemma. Herbert Dies ist weg. Warum? Ja, der hat nämlich, war jetzt verantwortlich für die Software, hat sich selber verantwortlich dafür gemacht, hat es nicht gerissen. Und dann muss natürlich mal ein Vorstand tatsächlich auch mal die Konsequenzen ziehen. Nee, ich glaube, er ist entlassen worden. Er hat gar nicht selber die Konsequenzen gezogen. Weg ist er. Ja, was ist das für ein Mann gewesen? Ich weiß nicht, über die Jahre war er immer ein bisschen suspekt, war immer so ein bisschen marionettenmäßig unterwegs, sagen wir mal so, nicht so ganz vom Fach. Ich habe doch auch nicht verstanden, dass der jemals bei Tesla hätte anfangen sollen. Auch das Treffen mit Elon war ja so ein bisschen crazy, ne? Nee, er hatte auch nicht so richtig das Format, aber er hat natürlich einiges vorangetrieben, muss man sagen. Die Elektromobilität bei VW, ganz klar. Herbert, danke. Aber dann die Kritikfähigkeit, selber das Auto ausprobiert, dieses hier, mit diesem in Urlaub gefahren und dann wenig Kritik, nur dass man hier nicht richtig tippen kann. Nee, das war's dann nicht. Also das hat er, glaube ich, selber gemerkt. Langstrecke geht nicht. Und dann die Software-Updates. Das Kernstück eines modernen Autos, nicht nur eines E-Autos, sondern aller Autos, Online-Software-Updates, Over-the-Air-Updates, ne? Versagt, komplett versagt. Alle Termine gerissen. 3.0 auf den Neufahrzeugen, auf den Altfahrzeugen. Hahaha, 2.3, 2.4 jetzt per Hand wieder. Bei der Werkstatt, habe am 10. glaube ich der Termin, 10.8. Ihr seid live dabei und dann kriege ich irgendwann 3.0. Das wird wahrscheinlich bis Ende des Jahres dauern, schätze ich mal, nach neuer VW-Time. Elon-Time ist was ganz anderes, ne? 2-Wochen-Rhythmus. Nee, Leute. VW, sind die jetzt auf dem richtigen Weg? Was ist denn das? Jetzt kommt ein neuer Porsche-Chef, Blume. Der redet durch die Blume. Herbert, danke und tschüss. Aber Herr Blume, grüß Gott. Hallo? Sie können es besser machen. Nur Leute, jemand, der Soundgeneratoren in Elektroautos einbaut, ist dem zu trauen? Ich weiß nicht. Bis denne. 2.4, 3.0. Kanal ist noch da, aber ich bin frustriert. Und tschüss.